Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 mit Sailor Cat. Hallo. Beim letzten Mal ist unglaublich viel passiert. Das stimmt. Also Zidane und Lily oder Garnet haben geheiratet. Haben geheiratet. Und jetzt kommt das Absurdeste. Vivi und Quina haben auch geheiratet. Ja, warum nicht? Wer sich jetzt denkt, WTF, dann habt ihr vielleicht den letzten Part nicht gesehen, dann guckt den nochmal. Ja, und dann sagt ihr aber auch WTF, also was soll's. Ja, das stimmt. Und wir haben ein neues Teammitglied. Genau, wir haben Echo. Ja. Und ich habe inzwischen ein bisschen gefarmt, sag ich mal. Und ich muss sagen, die Ausbeute an Echos zusätzlichen Magiesteinen, die ich mir durch das Hardcore-Leveling mit Markus erhofft habe, ist irgendwie ausgeblieben, weil sie hat genauso viele wie... Naja gut, sie hat einen weniger... Ne, sie hat sogar einen weniger als Lilly und Lilly hat zwei Level weniger. Okay. Also entweder haben sie diese Sache in der HD-Edition gefixt oder die Ausbeute, ich meine, die sollte eh nicht gigantisch sein, aber ich hatte jetzt so auf 2, 3 extra Steine gehofft, so ein bisschen. Naja, vielleicht haben sie es ja wirklich gefixt. Kann sein. Sie haben ja einiges geändert in der, also nicht, jetzt nicht oberflächlich, oberflächlich ist eigentlich alles gleich geblieben, aber so in der Tiefe haben sie doch ein paar Sachen geändert an ein paar Stellen. Mhm. Mussten sie auch, sonst hätten sie ja die Booster nicht implementieren können. Okay, was kann Echo? Das haben wir letztes Mal, weil die Folge so kurz vorm Ende stand, sind wir da nicht mehr groß drauf eingegangen, was Echo eigentlich für Fähigkeiten hat. Grundsätzlich hat Echo 2 Befehle im Kampf, die wir schon kennen, nämlich Weißmagie. Oder bei ihr heißt es heilige Magie, ist aber Weißmagie. Und Rufen. Und auch Rufen kennen wir schon, nämlich von Lilly und... Ja, Echo kann Bestia beschwören, aber ihr seht's, hier sind 4 Slots, wo Bestia rein können und dann kommt schon die Weißmagie, also sie kriegt im Laufe des gesamten Spiels nur 4 Bestia. Das ist wesentlich weniger als Lilly bekommt, dafür bekommt sie die deutlich stärkere Weißmagie. Das ist halt quasi so der große Unterschied der beiden. Warum sie Bestia beschwören kann, das wird im Laufe der Story dann noch, da kommen wir dann noch zu. Und jetzt machen wir uns erstmal auf die Suche nach Quina, weil Quina wollte den Mogri fressen. Stimmt. So, und hier sind wir am Wurzelweg. Und hier gibt es so ein kleines Minigame, will ich nicht sagen, ich würde es eher Rätsel nennen. Und zwar können wir hier Steintafeln finden. Und die wollen wir finden, denn da gibt es den zweiten Mondsplitter zu erbeuten. Einen von, ich glaube, 3 Mondsplitter gibt es im gesamten Spiel. Einen haben wir ganz am Anfang für das Fecht-Minispiel. Die hat er Dings bekommen. Genau. Eine blaue Steintafel steckt dort. Rausnehmen. Blaue Steintafel erhalten. Ich frage mich auch, ob jemand jemals immer die zweiten Optionen wie nichts machen nimmt. Ja, vor allem, wenn... Ich finde das aber cool in Spielen, wenn diese zweite Option dann wenigstens irgendwie lustig ist. Ja, oder wenn es halt vielleicht doch mal was bewirkt. Also ich glaube, ich habe mal irgend so ein RPG-Maker-Spiel gesehen, da hatte man die Option Schiff betreten oder Spül mit Priel. Spül mit Priel, sehr gut. Kiste, Zelt erhalten. Ach so, was ich bei Eiko noch zeigen wollte. Wir können Eiko ein Item anlegen... Ich werde es jetzt nicht tun, aber die Phoenix Down, die wir schon eine ganze Weile ständig ins Inventar bekommen, wo man eigentlich nie weiß, was man damit machen soll, weil die wirken im Grunde wie Phoenix Federn, sind nur 20 mal so teuer, wenn man sie verkauft. Echo kann die Phoenix Feder als Item anlegen und kann dann die Bestia Phoenix erlernen. Und Phoenix ist cool, aber wir lernen es jetzt nicht, wir lernen es irgendwann mal, wir werden es auch garantiert noch sehen. Irgendwann und dann zeige ich es nochmal. Echos Bestia, weil sie so wenige hat, haben sowieso noch so ein paar Sondereigenschaften. Aber dazu kommen wir alles noch. Mir fällt gerade ein, wir haben gleich einen Kampf vor uns, bei dem ich noch nicht sicher bin, wie wir den bestreiten wollen.
Für die Kenner unter euch, der verdammte Bergriese. Oh, Stiltskin. Willst du nicht das Drei-Teile-Set bestehend aus Talisman, Zelt und Äther für 666 Geld? Ich bin doch bestimmt nicht der Teufel oder so, nein. Wieso der Teufel? Ach so! hat einen Moment gedauert, ja. Ja, klar wollen wir das. Nee, Plot-Twist, Stiltskin ist wirklich der Teufel und die ganzen Mogris beherrschen so die Welt. Ja, guck dir mal die Flügel von dem Mogri da rechts an. Dum, dum, dum. Naja, natürlich kaufen wir das. Wir kaufen immer das, was Stiltskin anbietet, weil allein den Äther können wir für 1000 verkaufen. Also. Boah, das lohnt sich doch. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Wunderbar. Und du so? Ah, wir haben einen Brief. Sehr gut. Danke für den Brief, Morgonov Kupo. Achso, von Morgonov Kupo. Morgonov zog ja von den Bergen ins Dorf, da habe ich mir Sorgen gemacht, Kupo. Ah, ja, klar, man muss sich um die Leute Sorgen machen, die im Dorf wohnen, nicht um die Mogris hier, die von Trollen umringt sind. Ja, klar. Ah, ich glaube, von dem Brief habe ich dir schon mal erzählt. Okay. Ich lebe jetzt schon seit ungefähr einem halben Jahr in Condeia Pata, Kupo. Das Essen hier ist sehr lecker und die Leute sind alle wirklich sehr nett, Kupo. Aber, woran ich mich einfach nicht gewöhnen kann, ist diese verkuppelte Begrüßung. Cheerio, Kupo. Mir rutscht immer nur ein Cheery Kupo über die Lippen, Kupo. Ja, stimmt. Cheery Kupo, das ist irgendwie cute. Ja, ne? Klasse. Ja. Scheint ja nicht leichter zu sein, Kupo. Okay, hätte so gerne einen Brief, hat gerade einen bekommen, hätte trotzdem gerne einen. Hier können wir die Steintafeln ja, ne? Nachher einsetzen, sobald wir denn alle haben. Ja, sehr gut. Ich hätte so gerne einen Brief. Du hast für 2 Sekunden einen gekriegt. Ja. Das ist wie mit Schokolade, ne? Man kann auch Schokolade bekommen haben und trotzdem gerne Schokolade haben wollen. Oder Erdbeeren. Man kann nie genug Erdbeeren haben. Ja, da haben wir ihn nämlich, den Troll. Und ich glaube, wenn wir jetzt das erste Mal mit Akon eine Bestia beschwören, dann wird sofort ein Dialog im Kampf ausgelöst. Deswegen machen wir das direkt. Oha. Das ist ja krass. Ja, übertreib komplett. Das ist noch nicht übertrieben. Es gibt übertriebene Bestia. Das ist wie die Z-Attacken in Pokémon. Da tut sich bei einer, glaube ich, so ein riesen schwarzes Loch auf und Explosionen des Todes. Und sonst was wurde denkst, ja sicher. Okay, es wurde kein Dialog abgespielt. Das ist auch so ein bisschen random, wann der dann wirklich kommt. Das war Fenrir. Und Fenrir hat die interessante Eigenschaft, dass er, wenn wir Eiko ein Item anlegen, das wir jetzt aber noch nicht haben, dann hat er ein anderes Element und eine andere Attacke. Jetzt hat er das Element Erde. Okay. So. Erinnerst du dich, dass ich dir sagte, Clara ist nicht der größte Baum der Welt? Nee, aber ich schätze mal, dass hier ist der. Ist das etwa... Irgendwie sieht er nicht größer aus, aber ich glaube, das wirkt nur so. Ja, da ist halt so ein halber Kontinent dazwischen. Ach so, ja gut. Ist das etwa die heilige Stätte? Ja, halber Kontinent ist übertrieben, aber er ist schon enorm. Vor allem, na, ich verrat's noch nicht. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Wir wollen im folgenden Kampf, wenn es geht, immun gegen Erde sein. Können wir das irgendwie machen? Halbiert Erde.
Wo ist denn der Protect-Ring? Ah, okay. Die beiden haben den Protect-Ring und... wir haben auch genug Wüstenstiefel, dann können wir auf jeden Fall das Erdelement für alle halbieren. Sehr gut. Auch auf unebenem Untergrund. Null Problemo. Halbieren die Effektivität des Angriffselement Erde. Wer hat diese Textbox geschrieben? Null Problemo. Sehr gut. Das war Alf. Hier übrigens die beste Ability von Sedan da unten. Nervensäge, ja. Was ja passt, weil wir haben ja gerade die Nervensäge ins Team bekommen. Oh. Tja, habe ich mir auch gerade gedacht. Aber ich weiß ja nicht, wie sie so ist, aber wenn sie so ist wie Chibiusa, dann ist die nervig. Ja, sie ist nicht ganz so schlimm. Ich mag Echo auch, aber sie hat schon manchmal so ein bisschen was davon an sich. So, MP 50% wollen wir haben. Vivi auch. Ich würde es auch gerne für Echo haben, aber das geht anscheinend nicht. Okay. Der Kampf könnte lang werden, der jetzt kommt, weil dieser Gegner hat ein Item, das wir klauen möchten. Und die Chance, das zu klauen, liegt irgendwie bei 0,02%. Oha. Das heißt also, im Durchschnitt muss man den, glaube ich, 1000 Mal beklauen, bevor man das erfolgreich klaut. Ach du Kacke. Ich weiß aber nicht, auch das könnte etwas sein, was sie in der HD Edition gefixt haben. Ziehen wir das jetzt echt durch? Und was, wenn es nach 1000 Mal immer noch nicht klappt? Ich versuche ihn mal leer zu klauen und wenn mir die Lust vergeht, dann eben nicht. Es ist allerdings so, das Problem ist, dass er hat dieses Item und das kann man auch nirgendwo anders bekommen, soweit ich weiß. Doof. Ich hoffe, das haben die wirklich gefixt. Sonst sitzen wir 3 Stunden. Ja, ich werde gleich den Turbo-Modus anwerfen. Vivi wird die ganze Zeit sammeln und ansonsten werden wir nur heilen. Die Mithril-Gabel war es nicht. So, und deswegen wollte ich übrigens vorhin, dass wir alle immun gegen Erde sind, weil da kam gerade die Erdbebenattacke. Ja, gut. Und schon ist Sedan tot. Perfekt. Probieren wir gleich mal den neuen Zauber Engel aus. Und Engel ist im Grunde genommen eine Phönixfeder als Zauber. Der was? Der Zauber Engel ist im Grunde eine Phönixfeder, nur als Zauber. Achso. Das läuft gerade überhaupt nicht gut irgendwie. Da hatte jemand Trance. Ja, die haben gerade alle Trance irgendwie. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ja, stimmt. Vivi und Sedan, glaube ich. Krass. Ja, und Lilly auch. ETF, was ist das denn für eine Trance-Party? Ja, wie immer, Trance leider gerade nicht so viel bringt. Trance kommt nie, wenn man sie braucht. Okay, das sieht echt nicht so aus, als ob wir die in absehbarer Zeit bekommen. Ich probiere es noch ein bisschen weiter. Ich denke die ganze Zeit, Echo hat so Katzenohren, aber es ist eine Schleife. Ja. Ich glaube, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Hast du. So, okay. Das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Ich gebe es jetzt auf. Wir kriegen keine Elfenflöte zu sehen in diesem Let's Play. Na gut. Ich denke mal, wir werden auch so klarkommen. Ja, die Elfenflöte ist jetzt nicht mal so, dass das eine ultra mächtige Waffe oder so wäre, aber es ist halt eine Waffe für Echo. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, man kann sie nur hier bekommen und sonst gar nicht. Naja, tragisch. So, erstmal alle wieder hochheilen. Kommt einem so langsam vor plötzlich. Stimmt. So, ich guck mal, was das Räuberauge sagt, aber das wird mir jetzt wahrscheinlich sagen, besitzt Elfenflöte. Ja. So, wir benutzen ausnahmsweise einen Äther, weil ich möchte gerne diesen Dialog von Echo triggern. Und der wird, glaube ich, in diesem Kampf spätestens in diesem Kampf abgespielt, sobald sie eine Bestia beschwört.
Sedan kann dann angreifen. Vivi benutzt am besten Eisra, weil das ist effektiv gegen große Gegner. Und ich glaube, der Berghühne ist groß. Glaube ich auch. Einmal ein Vita für Sedan ist ganz gut. Wow! So, jetzt bin ich mal gespannt. Der hat so oft gesammelt. Oh, es ging sogar. Da habe ich jetzt mehr erwartet. Ach, ich werde einfach mit Sedan einfach so lange, wie der Kampf halt dauert, weiter klauen und nur die anderen machen Schaden. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja, und hätten wir nicht die Wüstenstiefel und den Protektring, dann wird das jedes Mal richtig Schaden machen an der ganzen Gruppe. Eieiei. Also das war jetzt die kurze Animation für eine Bestia. So, jetzt müsste... Ja. Eiko, das ist doch eine Bestia, oder nicht? Du kannst also auch beschwören? Erstaunlich. Ich hatte den Dialog irgendwie länger in Erinnerung. Aber gut. Findest du auch, dass der Stab, den Lilly im Moment trägt, irgendwie wie so eine Suppenkelle aussieht? Ich finde, ich weiß nicht mehr, was es aussieht, aber... Keine Ahnung, das ist so eine riesen Keule, wo du irgend so einen Stoff drüber gespannt hast. Oder so. Oder wie so ein Lacrosse-Schläger. Ja. Oder wie diese Riesenkeule voll Spinnenweben in Shrek. Warum denkst du gerade an Shrek? Hat das vielleicht was mit unserem Gegner hier zu tun? Stimmt. Nee, eigentlich nicht. Aber jetzt, wo du sagst, es passt irgendwie. Daran wird's liegen, ja. Oh, Vigra, die stärkste Variante von Vita. Und ja, es ist völlig normal, dass man beim ersten Mal denkt, da steht Viagra. Okay, habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe auch nicht so genau hingeguckt. Dann wollen wir den mal verdonnern. Irgendwie ist es so, die Bestia werden dir das ganze Spiel über als die absoluten Superwaffen verkauft und wenn du dann endlich selbst welche beschwören kannst, denkst du dir, das habe ich mir jetzt aber cooler vorgestellt. Ja, das ist immer so. Oder wenn du in Videospielen so einen Boss rekrutieren kannst, der vorher voll krass war, dann ist er irgendwie dann so, Ja, so wie Beatrix, ne? Und kaum hast du sie selbst in der Gruppe, merkst du, okay, die haut ganz schön rein, aber sie hat halt viel zu wenig Mana. Tja. Und der hier hat viel zu viel Leben. Ah, kaum sag ich's. Lumps. Sidan hat Nervensäge gelernt. Elixier. Ja, manchmal greift einen dieser Riese an. Normalerweise haut Eiko ja immer sofort ab, aber... Aber Eiko, hast dich doch wacker geschlagen. Findest du? Eiko, wie kommt es eigentlich, dass du Bestia beschwören kannst? So, diesen Dialog hatte ich ich glaube sogar bei meinem ersten Playthrough... habe ich diesen Dialog bekommen, bevor sie das erste Mal eine Bestia beschworen hatte. Was sehr seltsam war. Stimmt, das macht dann irgendwie keinen Sinn. Dann kommt nämlich dieser, hey, wow, du kannst ja Bestia beschwören, Dialog, nach diesem Dialog. Wie, was? Ja, dieser Dialog im Kampf, den wir gerade gesehen haben, der kommt dann nach diesem Dialog, was sehr kurios ist. Ja, stimmt, macht nicht so viel Sinn. Aber Lilly, du kannst doch auch Bestia beschwören, oder? Ja, aber... Beschwören zu können ist ja nicht gerade was Alltägliches. Aber sag mal, Eiko, konntest du sie schon immer beschwören?
Aber sicher, der Großvater von Eko und überhaupt alle Kunden Bestia beschwören. Wie meinst du das? Ups, hier geht es aber nicht zum Haus von Eko. Hier geht es zu Ifas Baum. Ifas. Ifas Baum. Das ist, ich hab früher mal Lifas gelesen, aber ich bin mittlerweile dahinter gekommen, dass es von das Ifa sich auf Eva bezieht. Deswegen Ifas Baum. Okay. Zum Haus von Eko geht es da lang. Das ist ja wirklich ganz schön weit. Ifas Baum? Ist das etwa die heilige Stätte? Wie? Ach ja, so nennen ihn die Orklinge. Aber wir haben ihn schon immer Ifas Baum genannt. Ifas Baum? Gut, wollen wir dann mal gehen? Irgendwie sprichst du heute alle Dialoge. Weil irgendwie immer Lilly mit Eko spricht. Ja, stimmt. Aber viele Dialoge hatten wir ja heute noch nicht. Nee, und ich sehe gerade, es wird auch heute nicht mehr viel passieren heute. So, dann gehen wir noch in dieses Seitengässchen hier. Wir kriegen im Moment Äther hinten reingeschoben ohne Ende. Ob das Spiel wohl weiß, dass wir gerade eine Gruppe aus 3 Magiern haben? Tja. Ja, das würde das Spiel natürlich schon wissen. So, warum geht der Spinner denn wieder zurück? Möglicherweise, weil hier ein Speicherpunkt ist. Nein. Ganz, ganz vielleicht. Ja, aber der Hauptgrund ist eigentlich das hier. So, und bevor wir das machen, weil das die letzte Gelegenheit ist, wo wir tatsächlich lesen können, was auf den Tafeln steht, tun wir das jetzt einmal. Guck mal, wir haben auch eine Kuponus. Naja. Rote Steintafel. Oh Gott, das hat der hohe Priester. Wie, hatte ich dem nicht diese Old Man Derp-Stimme gegeben? Old Man auf jeden Fall. Derp, das rote Antlitz des Feuers ist gut und böse. Ein vom Himmel erteiltes Werkzeug muss mit reiner Seele berührt werden, sonst erscheint das Böse. Ja, stimmt, das war die Derp-Stimme. Reines Wasser fließt wie der Strom der Zeit. Es quält und wog dahin, erzählt von einer vergangenen Zeit, wie mein Leben selbst. Oh Gott, ey. Die große, weite Erde ist streng, doch ist sie auch sanft. Steht man auf ihr, so erkennt man ihren Körper. Geht man auf ihr, so erkennt man ihren Geist. Wow, so poetische Sprüche. Die sommergrüne Esche ist der Segen aller. Ich bete sie an und lasse mich von ihr umschließen. Meine Tage, meine Leben. Was? Okay. Meine Tage, mein Leben. Ja. Okay. Die Mogri-Hilfe sagt auch nichts. Ja gut, ist die letzte Gelegenheit, wo man das lesen kann. Deshalb habe ich es mal gemacht. Und ja. Nanu? Da ist was von drinnen rausgekommen. Mondsplitter erhalten. Und das wird es dann für heute gewesen sein. Während ich speichere, können wir ja schon mal sprechen über das Synchronsprecherspiel. Wen hatten wir angefragt? Zinna, ne? Ja, Gott, wen hatten wir denn uns ausgedacht? Also ich bin ja immer noch für, wie heißt der, Tramitz? Wer? Den Ranger aus Schuh des Manitou. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, genau, das war auch meine Wahl. Es gibt jetzt vielleicht nicht so viele Sprecher, die bayerisch sprechen, aber ja, der wäre cool. Also, den fände ich auch gut. Also der erste Schauspieler, der mir jetzt einfällt, der bayerisch spricht, wäre halt Ottfried Fischer, aber der wäre kein guter Zinner. Tja. Okay. Aber ja, Ranger wird das gut machen. Gut, wen könnten wir denn als nächstes? Wir hatten Zinner. Jetzt fängt langsam an, dass ich nicht mehr genau weiß, wen wir schon hatten.
Ich glaube, da kann ich dir helfen, aber ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, wen es noch alles gibt. Jetzt wäre natürlich, wenn wir Zinner hatten, die nächste schwierige Figur wäre Ruby, aber lieber nicht. Nee, da fällt mir niemand ein. Nee, da fällt mir tatsächlich auch niemand ein. Obwohl doch. Ich wüsste wen, wir verraten es dann nächstes Mal. Also Na schreibt mal gut. in die Kommentare, wer wäre eurer Meinung nach die perfekte Stimme für Ruby? Muss natürlich Ja, viel Spaß. ein bisschen rheinischen Dialekt drauf haben. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.